Moin Leute, willkommen zurück. Ich spiele mittlerweile offline. Es ist ein neuer Patch rausgekommen, und zwar der Patch 1.2. Mit diesem möchte ich aber nicht spielen. Der scheint anscheinend sehr viele Bugs zu enthalten, rückwärts fliegende Drachen. Die Resistenzen werden auf Null gesetzt bei Gegnern, genauso wie bei einem selbst. Und von daher spiele ich mittlerweile offline. Und weiter in der Version 1.1. Aber das nur am Rande. Wir wollten ja jetzt hier reingehen und wollten mal gucken, was uns da diese Bruderschaft zu bieten hat. Fangen die beiden schon wieder an? Kommt schon, haltet eure Wanderbahn. Haltet euer Gleichgewicht. Oh, die hauen sich aber erstmal gleich ordentlich welche an Kopf. Gut, was haben wir sonst noch? Dilma! Glaubt ihr, ihr habt eine Chance? Ich werde euch brennen sehen. Die hat sich jetzt die Waffe genommen. Farkas, das war doch, glaube ich, der, mit dem wir sprechen sollten. Ich werde nochmal in die Quests gucken. Das war's nicht. Das war's. So, was haben wir denn da? Vor dem Sturm. Sprich mit dem Jarl. Da wollten wir ja noch hin, denn da haben wir ja auch noch das Schwert im Gepäck. Ja, bringe das Schwert, bla bla bla. Torvar, Skjör, ich glaube, das waren so die drei wichtigen. Dann fangen wir doch mal mit ihm hier an und sprechen mal mit ihm. Mein Bruder Vilkas kann besser reden als ich. Er müsste hier irgendwo sein. Mit dem haben wir schon gesprochen. Bis zum nächsten Mal. Vilkas. Euch kenne ich noch nicht. Torvar. Kennen wir uns? Tut mir leid, wenn ich... Brill? Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Ja, 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 mit dir haben wir ja schon geredet. Farkas. Artis, gut, die hauen sich jetzt nicht mehr. Die scheinen fertig zu haben. Wo hat der Schlingel sich denn versteckt? Woran denkt ihr? Ist er das hier? Euer Gesicht ist neu. Nein. Ich behalte euch im Auge. Ja, ja, behalt mich mal im Auge. Das ist wieder Brill. Ohne Wigner wäre ich jetzt tot. Er nahm mich auf und half mir, das Ruder herumzureißen. So viele Möglichkeiten gibt's ja dann gar nicht mehr. Dann haben wir ja nur noch unten. Dann gehen wir doch mal da rein. Ihr seid ein richtiges Plappermaul, was? Ja, aber sowas von. Ich suche, wie gesagt, immer noch den Schlingel, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Also ich bin namensmäßig so schlecht unterwegs. Ich vergesse die meistens immer gleich aber wieder. Ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Das tun wir alle. Aber hier ist er. Dann speichern wir erstmal und dann sprechen wir mal mit ihm. Großartig. Noch so ein Ehrgeizling. Ihr denkt, ihr könntet hier einfach so reinspazieren und euch zu uns gesellen? Oh, naja, was soll ich sonst großartig machen, ne? So, wer sind die Gefährten? Ihr werdet hier sicher ein paar Idealisten finden, die euch was von Ehre und Ruhm erzählen. Dagegen habe ich ja nichts. Aber was mich angeht, treibt mich die Aussicht auf Gold an. Immer dann, wenn sich in Himmelsrand einer nicht imstande wähnt, seine eigene Ehre zu verteidigen, nehmen wir ihm diese Bürde ab. Das ist schön. Auf wessen Seite steht ihr im Krieg? Gute Gründe zum Kämpfen gibt es immer. Ich wünschte nur, dieser Krieg hätte sie. Wen kümmert's, wer welche tote Gottheit anbetet? Gebt mir einen guten Grund, mein Schwert zu ziehen.
Naja, das sind alles irgendwie Söldner. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Wenn man Farkas so zuhört, könnte man meinen, Vater habe uns hier als fröhliche Welpen aufgezogen, die herumtollen und Waden beißen. Ich liebe meinen Bruder ja, aber der Verstand ist nicht seine Stärke. Jergen hat uns hergebracht. Mir ist egal, ob er nun unser Vater war oder nicht. Er zog in den großen Krieg und kehrte nie zurück. Also ist er jetzt nicht mehr mein Problem. Aber wir sind jetzt schon so lange hier, wie wir zurückdenken können. Versucht also, etwas Respekt zu zeigen. Naja, habe ich ja kein Problem mit, ne? Kann ich den Gefährten beitreten? Das wäre ja mal eine Sache. Ich weiß nicht, ob ihr euch dazu eignet. Und habe auch keine Zeit, es herauszufinden. Wenn Kodlak für euch bürgt, hätte ich vielleicht Arbeit für euch. Gut, jetzt müssen wir also Kodlak, der sitzt hier übrigens auf der rechten Seite, jetzt müssen wir den ansprechen. Ich schätze mal, für den müssen wir eine kleine Aufgabe machen und dann können wir mit Vilkas nochmal reden und dann beitreten. Hoffe ich, denke ich mir jedenfalls so. Dann haben wir hier erstmal fertig. Also gut. Speichern wir nochmal und reden mal mit Kodlak. Ein Fremder betritt unsere Halle. Gut, das haben wir ja schon alles, ne? Also wer sind die Gefährten, warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen, auf welcher Seite steht ihr im Krieg? Das ist alles uninteressant, weil das haben wir jetzt schon tausendmal gehabt. Ich würde gerne den Gefährten beitreten. Ach ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter, ihr erwägt doch wohl nicht ernsthaft, ihn aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Vilkas. Und soviel ich weiß, hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht, aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Junge? Ja, drei Antwortmöglichkeiten. Ich komme schon klar. Ihr wagt es, mein Können in Frage zu stellen. Ich muss noch viel lernen. Also ich bin da eher für Letzteres, weil ich wirklich noch viel lernen muss. Das ist die richtige Einstellung. Vilkas hier wird sich eurer annehmen. Vilkas, bringt ihn in den Hof und seht, was er kann. Ja. Gut. Wir haben eine Quest begonnen zu den Waffen. Jetzt sollen wir mit Vilkas üben. Ich speichere aber mal und ich habe hier Bücher gesehen. Die möchte ich mir mal angucken. Da können wir eins lesen und noch eins lesen. Und ihr kennt das ja schon mit dem Lesen. Der Aufstand von Erstborg. Ja, Buch alle. Dann lesen wir mal noch das zweite. Ach,
Ach, ich habe das jetzt aus Versehen genommen. Das wollte ich gar nicht. Naja, egal. Lieder der Rückkehr. Band, was ist denn das? 10, 20, 24. Gut. Na, er hat aber nichts gesagt, dass wir das geklaut haben. Das ist noch okay. Haben wir Glück gehabt. Ach, noch ein Buch. Ah ja, unser Zweihändig hat sich gerade verbessert. Das finde ich gut. Also beim besten Willen, wenn man die jetzt alle lesen... Oh nee, das ist ja so viel. Gut, da komme ich dann nochmal wieder und lese mir hier noch einen Wolf. Aber nehmt es mir nicht übel, aber wenn ich die alle vorlesen würde, dann wären wir, glaube ich, nach 1000 Folgen noch nicht fertig. Ich muss jetzt erstmal ihm folgen, damit wir da noch ein bisschen unsere Kampffertigkeiten steigern können. Wo ist er hin, der Kleine? Da ist er raus. Er ist hinten raus. Ach, und es ist immer noch dunkel. Das scheint ihn aber nicht zu stören. Gut, speichern wir nochmal und dann gucken wir mal, was er uns so beibringen kann. Der Alte hat gesagt, ich solle euch mal in Augenschein nehmen. Dann wollen wir mal. Geht ein paar Mal auf mich los, damit ich sehe, wie es um eure Form bestellt ist. Keine Angst, ich werd's verkraften. Hm. Ihr hättet nie herkommen sollen. Oh, 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 da hat's aber jetzt ganz schön gelackt. Ah! Nicht schlecht. Nächstes Mal mache ich's euch nicht so leicht. Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf. Denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Hm. Gut, wir haben ein Schwert bekommen. Dann gucken wir uns das doch mal an. Also ein zweites, das hatten wir ja schon bekommen und jetzt haben wir noch Wilkas Schwert bekommen. Das sieht gar nicht so schlecht aus mit einem Schaden von 15. Und er sagte ja auch noch, wir sollten das jetzt zu einem bringen. Gib Eorlund Wilkas Schwert. Dann schauen wir doch mal. Wo ist denn der zu finden? Ach, ich muss mal den Questmarker löschen. Der stört hier so ein bisschen. Nein, ich möchte hier einfach nur... Ach, ein Linksklick ist es, gut. Den Questmarker entfernen. Das war's schon. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, die Framerate ist hier noch nicht so toll. Jetzt muss ich erstmal gucken. Das müsste da irgendwo sein. Habe ich denn die andere Quest jetzt auch auf aktiv?